Hey Leute und herzlich willkommen bei Hardware Deals. Heute mit dem Update des besten 900 Euro Gaming PCs für November und Dezember 2015. Mit diesem PC sollte es möglich sein, alle aktuellen Titel in sehr hohen Einstellungen mit Full HD Auflösung und 60 Bildern pro Sekunde spielen zu können. Als CPU setzen wir dabei wie auch im 1000 Euro Gaming PC auf einen Intel Xeon E3 1231V3 mit 4x3,4 GHz. In dieser Preisklasse macht Skylake in meinen Augen aus Preis-Leistungssicht einfach noch keinen Sinn, da es insgesamt die teurere Plattform darstellt. Mit dem Xeon erhaltet ihr quasi einen aktuellen Core i7 Prozessor ohne integrierte Grafikeinheit zum Preis eines i5. Dank Hyperthreading und 8 MB L3 Cache sorgt er in Multicore-optimierten Anwendungen für einen deutlichen Geschwindigkeitsvorteil und ist momentan in Sachen Preis-Leistung einfach kaum zu schlagen. Damit unser System auch bei Last angenehm leise und kühl bleibt, kommt ein EKL Ben Nevis Prozessorkühler mit 120 mm Lüfter zum Einsatz. Das Mainboard ist ein ASRock B85M Pro 3, dieses kommt mit PCI Express 3.0, 4 SATA 3 Ports, USB 3, 4 RAM-Bänken und zwei weiteren PCI-Steckplätzen für Erweiterungskarten. Es bietet alle für uns benötigten Steckplätze und Anschlüsse und ist daher für unseren Zweck mehr als ausreichend. Bei der Grafikkarte setzen wir auf eine AMD R9390 Nitro von Sapphire mit satten 8 GB GDDR5 Speicher. Dabei handelt es sich in meinen Augen um das beste erschwingliche Custom-Design der R9390 und mit dem großen Videospeicher ist man auch sehr gut für die Zukunft gerüstet. Als Alternative von Nvidia wäre meine Empfehlung eine GeForce GTX 970 Jetstream von Palit. Diese Karte ist zwar nur minimal langsamer als die R9390, bietet jedoch auch nur die Hälfte des Grafikspeichers, von dem außerdem 512 MB auch nicht mit der vollen Geschwindigkeit angesprochen werden können, sodass es gerade unter DirectX 12 zu Nachladerucklern kommen kann. Empfehlen würde ich daher klar die Karte von AMD. Der Arbeitsspeicher beträgt 8 GB und kommt von Crucial, die Festplatte 1 TB und kommt von Seagate. Außerdem verbauen wir eine schnelle und 120 GB große Ultra 2 SSD von SanDisk, um unser System und Ladezeiten in Spielen erheblich zu beschleunigen. Ausreichend Energie für unser System stellt das 500 Watt LC Power Gold Series zur Verfügung. Zu guter Letzt werden alle Komponenten im Shakun VG4W MIDI Tower untergebracht. Ihr könnt natürlich auch ein anderes Gehäuse benutzen, achtet einfach darauf, dass es einer ca. 31 cm langen Grafikkarte und einem 14 cm hohen CPU-Kühler Platz bieten muss. Wer möchte, kann optional noch ein DVD-Laufwerk einbauen, benötigt dann aber noch ein zusätzliches SATA-Kabel, da beim Mainboard nur die beiden Kabel für HDD und SSD beiliegen. Die Links zu allen Komponenten und den beiden Warenkörben sowie Empfehlungen zu Monitoren und sonstigen Zubehör findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr Lust habt, mich zu unterstützen, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben oder ein Abo freuen. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Hardware Deals.